Hi, hier ist wieder Dr. Karim von der Tierarzt. Kürzlich habe ich auf Netflix die Doku-Reihe Dogs gesehen. I can't imagine my life without dogs. War ganz okay. In einer der Folgen geht es um Assistenzhunde. Das sind Hunde, die Menschen mit einer Behinderung helfen, ihr Leben leichter zu meistern. Da gab es die Geschichte eines Epilepsie-Warnhundes und dieser Hund ist in der Lage, seine jugendliche Besitzerin vor nahenden epileptischen Anfällen zu warnen. Stellt euch mal bildlich vor, wie belastend das sein muss, wenn man als jugendliches Mädchen die ganze Zeit in Sorge lebt, ob man nicht gleich wieder einen epileptischen Anfall bekommt. Und das ohne Vorwarnung. Und dann stellt euch die Erleichterung vor, wenn ein Hund in die Familie kommt, der das Kind und die Eltern mit Bällen warnt, bevor ein epileptischer Anfall auftritt. Das finde ich absoluten Wahnsinn in seiner positivsten Ausprägung. Und wie das hier bei der Tierarzt ja so ist, möchte ich natürlich gerne mehr darüber wissen. Glücklicherweise gibt es eine knappe Stunde von mir entfernt ein Ausbildungszentrum für solche Assistenzhunde. Frau Küsters, die Leiterin, war so nett, mir alle Fragen über ihre Hunde und ihre Arbeit zu beantworten. In diesem Assistenzhundezentrum leben eine Menge Hunde. Es leben nämlich nicht nur die Hunde in Ausbildung dort, sondern auch diejenigen, die in Rente sind und nicht mehr arbeiten können. Ich war total beeindruckt, wie gut erzogen jeder einzelne dieser Hunde ist und wie jeder Hund seine genaue Spezialisierung hat. Im heutigen Video möchte ich mich auf Warnhunde konzentrieren. Wie die drei hier. Die drei Warnhunde. Hier rechts mein Paul, ehemaliger Warnhund. Leider inzwischen taub mit seinen 12 Jahren. Und dadurch kriegt er das mit dem Warnen nicht mehr hin. Hier auf meinem Schoß die Dana mit 10,5. Eigentlich so hin und wieder immer noch im Dienst, Diabetiker-Warnhund. Allerdings inzwischen seit ein paar Jahren stark sehbehindert und deshalb auch nicht mehr im Dienst. Und ganz rechts, die Laila, kleine Schwarze, mit 2,5 Jahren noch so gut in der Ausbildung. Und natürlich ist da noch Frau Küsters selbst, die sich um die Hunde kümmert und sie ausbildet. Mein Name ist Katharina Küsters, ich bin Ende der 70er im Bergischen geboren und Assistenzhundeausbilderin. Außerdem ist sie noch Sachverständige für Assistenzhunde, also eine echte Expertin. Deshalb habe ich sie direkt mal gefragt, woher Assistenzhunde denn eigentlich kommen. Nach dem Ersten Weltkrieg fing das an eigentlich mit das, was heute LPF-Hunde sind. LPF-Hunde sind Hunde, die Menschen helfen, lebenspraktische Fähigkeiten zu verbessern. Sie können Rollstuhlfahrern also das Telefon bringen, wenn es klingelt, oder Lichtschalter betätigen und solche Sachen. Hunde, die einfach den Kriegsversehrten damals geholfen haben. Meistens hervorgegangen eben aus den Militärhunden, die dann bei ihren Menschen geblieben sind und weitere Aufgaben gemacht haben. Daraus entwickelt überwiegend der Blindenführhund und die anderen Assistenzhundearten immer so ein bisschen nebenher. Und seit 2004 etwas mehr strukturiert in Deutschland, damit in das Deutsche Assistenzhundezentrum, die ersten Warnhunde, insbesondere die Diabeteswarnhunde und dann nach und nach sich immer noch weiterentwickeln weitere Assistenzhundearten. Und wie unterscheidet sich jetzt ein Assistenzhund von den Hunden, die wir alle zu Hause haben? Der Assistenzhund ist von seinem Wesen her erstmal anders als die meisten anderen Hunde, nämlich offen, aber nicht überfreundlich, ruhig, dabei aber trotzdem arbeitsfreudig, mit einem sehr stabilen Nervenkostüm, das ist das Ziel, einer sehr guten Gesundheit, weil der Hund natürlich lange arbeitet und auch viel arbeitet und auch belastend unter Umständen arbeitet. Und der Assistenzhund, der seine Prüfung macht, hat im Durchschnitt zwischen 4.000 und 6.000 Trainingsstunden gemacht, bis er zur Prüfung geht. 4.000 bis 6.000 Trainingsstunden. Das wären selbst bei einem Standardarbeitstag mit 8 Stunden 500 bis 750 volle Arbeitstage. Wie ist diese intensive Ausbildung denn für den Hund? Super, weil wenn der Hund keinen Spaß dran hat, dann eignet er sich nicht als Assistenzhund. Das spiegelt auch meinen Eindruck mit den Assistenzhunden wider. Ich habe selten so viele motivierte und lebensfrohe Hunde auf einem Haufen gesehen. Bei denen ist die Hauptausbildung die Grundkommandos, Grundlagen, Sozialisierung, weil der Warnhund natürlich immer in der Lage sein muss, auf seinen Menschen zu achten, egal ob im Straßenkarneval oder gerade irgendwas anderes los ist oder zu Hause. Und
das ist eben die Hauptschwierigkeit, weil die Warnhunde durch ihre angeborene Warnfähigkeit super sensibel sind. Und der Mensch, und das ist fast noch das größere Problem, muss rauskriegen, wie warnt mein Hund. Die Hunde haben sich leider nicht abgesprochen. Die bellen nicht alle oder lecken, sondern jeder Warnhund warnt individuell. Layla lernt gerade als Teil ihrer Ausbildung ein Handy zu bringen und hatte sichtlich Spaß daran. Ja. Layla! Bitte! Und soll ich damit nicht zu spazieren gehen? Dankeschön. Super. Heute interessiert mich ganz speziell, wie es sein kann, dass Hunde einen epileptischen Anfall vor allen anderen merken. Der Epilepsie-Warnhund ist mit der Fähigkeit geboren. Das heißt, der kann auch schon im Alter von 3 bis 4 Wochen beim Züchter warnen, wenn ein Notfall wäre. Der Warnhund ist wie ein Seismograph. Der nimmt was wahr, was wir Menschen nicht wahrnehmen. Was also auch der Epileptiker, der Diabetiker selber nicht wahrnimmt. Während der Anzeigehund die Alarmanlage ist. Also der Warnhund sagt im Vorfeld, dann wenn wir es noch nicht merken, Achtung, wir bekommen gleich ein Problem. Und der Anzeigehund ist die Sirene, die losgeht, wenn das Problem da ist und Hilfe holt. Bauen wir das nochmal auseinander. Es gibt also Anzeige- und Warnhunde. Anzeigehunde kann ich mir erklären. Ein Mensch bricht in einem epileptischen Anfall zusammen und der Hund fängt an zu bellen und holt so Hilfe. Soweit, so logisch. Aber wie ist das mit Warnhunden? Die müssen ja vor dem Anfall etwas bemerken, das selbst den betroffenen Menschen entgeht. Also habe ich mich auf Studienrecherche begeben. Was wissen wir denn wissenschaftlich abgesichert über Epilepsie-Warnhunde? Fangen wir mal vorne an. Es gibt leider keine groß angelegte Studie, die doppelt verblindet und in ausreichender Zahl belegt, dass Hunde tatsächlich einen epileptischen Anfall vor dem epileptischen Anfall merken können. Und es liegt zum einen daran, dass diese Hunde tatsächlich sehr selten sind, zum anderen aber auch, dass es ethisch schwierig ist, das Ganze zu testen. Um das Ganze wirklich zu testen, bräuchte man eine Kontrollgruppe und dafür müsste man ja Betroffenen einen normalen Hund geben, ihnen den aber als Epilepsie-Warnhund verkaufen und dann gucken, wie sich das im Vergleich darstellt. Das geht natürlich nicht. Während meiner Recherche bin ich auf diesen Kommentar von Burton im Lancet Neurology gestoßen. Das ist eins der größten und wichtigsten Neurologie-Journal überhaupt weltweit. Burton weist extra darauf hin, dass es nicht heißt, dass Epilepsie-Warnhunde nicht funktionieren. Das Beispiel, das er gibt, ist eigentlich ganz cool. Er sagt nämlich, dass Viagra auch nicht getestet werden muss, weil da die Wirkung auch aus Anekdotenberichten sehr deutlich ist. Anders als bei den Epilepsie-Warnhunden muss man bei Viagra natürlich trotzdem testen, weil es Nebenwirkungen haben kann. Die aktuell plausibelste Theorie darüber, was diese Hunde genau wahrnehmen, ist übrigens eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Sie merken zum Beispiel minimale Änderungen der Atemgeschwindigkeit. Vor einem epileptischen Anfall sinkt nämlich der Sauerstoffanteil im Blut minimal, was mit einer Verringerung der Atemgeschwindigkeit einhergeht. Und das, obwohl es minimal ist, merken die Hunde. Wenn ihr jetzt aufgrund der Datenlage skeptisch seid, kann ich das super gut verstehen. Aber es gibt einen gut belegten Punkt, der meiner Meinung nach noch wichtiger ist. Die Anwesenheit von Epilepsie-Warnhunden reduziert nämlich bei Epileptikern die Anzahl an Krampfanfällen, und zwar um über 40%. Also können wir feststellen, dass Epilepsie-Warnhunde so oder so einen sehr positiven Einfluss auf ihre Besitzer haben. Für mich war eine Szene während des Interviews besonders beeindruckend, die ich leider nicht auf Kamera habe. Erinnert ihr euch an Dana? Hier auf meinem Schoß die Dana, mit 10,5, eigentlich so hin und wieder immer noch im Dienst, Diabetiker-Warnhund. Zum Ende des Interviews fing Dana irgendwann an, leise zu bellen. Ich habe mir nichts dabei gedacht, aber war ein bisschen irritiert, weil eigentlich die Hunde alle sehr, sehr ruhig waren. Frau Küsters holte dann irgendwann eine Banane und fing an, die zu essen. Und erst da habe ich gerafft, dass Dana, obwohl sie schon in Rente ist, natürlich immer noch auf eine Unterzuckerung von Frau Küsters reagiert. 5 Minuten später war dann der Blutzuckerspiegel anscheinend in Ordnung und Dana gab Ruhe. Das mal live zu sehen, fand ich mega beeindruckend, vor allem, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Jetzt habe ich noch eine Bitte. Wenn ihr einen Hund mit einer solchen blauen Weste seht, dann ist das ein Assistenzhund im Dienst. Wenn ihr selbst mit einem Hund unterwegs seid, dann leint ihn einfach an und geht an dem Hund vorbei. Generell gilt, dass ihr Assistenzhunde im Dienst bitte ihre Arbeit machen lasst und einfach von weitem bewundert. So, und da Frau Küsters ein viel besseres Abschlusswort findet als ich, verabschiede ich mich schon mal. Schreibt doch bitte in die Kommentare, was ihr zu Assistenzhunden denkt und ob ihr vielleicht schon selber Erfahrungen damit gemacht habt. Lasst außerdem nette Grüße für Frau Küsters und ihre Hunde da. Wir haben ja heute nur an der Oberfläche gekratzt und ich hoffe, dass wir in Zukunft nochmal ein paar andere Themen, die Assistenzhunde betreffen, mit Frau Küsters besprechen können. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin, Frau Küsters, was fasziniert Sie denn als Profi nach wie vor an Assistenzhunden? Eigentlich, wie der Hund mit einer Fähigkeit, die wir Menschen nicht haben, Menschen das Leben rettet. Und das auch noch mit einer Freude und einer Hingabe. Einfach nur für einen hast du toll gemacht.